du nicht ganz dicht? Ich therapiere dich gleich mal. Kann ein wie kein ein Mensch sein, dass ich aggressiv bin? Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse, Presse. Alaaf und kein Hello. Herzlich willkommen zu einer nächtlichen Folge. Am 11.11. wird sie gerade aufgenommen zu unserem karnevalistischen Medienpodcast Voll in die Presse. Und total verkleidet, würde ich fast sagen, aber dann fällt mir auf, dass sie jetzt wirklich so aussehen in meinem Bus. Zwei Nasen, man nennt sie auch die Supernasen, zur linken Prollo Ferrari. Ja. Hallo? In Funktionsjacke. Tada. Ich hätte das vorbereiten müssen. Ja. Und zu meiner Rechten, wie immer, gut gelaunt, blendend aussehend, Beef Rogers. Wollte man reinlasse. So bäh. Und ausgelagert im anderen Auto, der Antikarnevalist Sommer. Gut, auf dem Pferd heute unterwegs. Genau. Sankt Sommer. Sankt Sommer, ja. Wieso denn Antikarnevalist? Ja, ich muss doch irgendwas sagen, meine Güte. Du bist halt, ich muss dich doch hier so ein bisschen zum Gegenspieler aufbauen. Ich bin Rheinländer. Ich habe wahrscheinlich schon mehr Karneval gefeiert als du, alter Hesse. Ich bin Berliner, wenn überhaupt. Ja. In Hesse bin ich nur kultiviert worden. Ja, ja, du bist heimatlos, was? Ja, ich bin ein Nomade. Auch ein sehr schöner Film. Nomadland. Ah, okay. Ja. So. Ja, es ist der 11.11. und ich prognostiziere, heute findet im Rheinland der größte Superspreader-Event Europas statt. Wir werden es in 2 Wochen wissen und wir sitzen aber sicher und voll geimpft mit 2G-Stirn im Benanza-Bus bzw. im Beiwagen. Und ja, wollen ein bisschen über Presse reden, über Medien reden, über Karneval, über was auch immer. Ich packe mir mal meine Handschuhe aus, ja? Oh. Der goldene Handschuh. Ja. Wir hatten ja eben noch so ein bisschen drüber gesprochen, dass der Herr Sommer heute mal was Lustiges macht, ohne Statistik und ohne Jura. Kriegst du das hin? Was ist das jetzt schon hier für eine Anspielung? das gibt's überhaupt nicht. Wann hab ich das letzte Mal was über Jura gemacht? Na, beim letzten Mal. Letztes Mal? Mit der interessierten Person oder die vielleicht auch eine tierische Person ist? Mensch, ey, ich entgehe aber auch nichts. Ich musste so lachen beim Schneiden. Ich weiß gar nicht, ob du das dann gemerkt hast. Wir haben hier im Auto gesessen. Du kriegst das ja nicht mit wegen der getönten Scheiben. Aber wir haben uns beömmelt, als du ungefähr das 37. Mal die interessierte Person, das Nilpferd ist eine interessierte Person. Ja, das ist die interessierte auch. Person. Ja, das geht darauf zurück, weil du das sonst nicht kapierst. Das ja, ich weiß. Aber naja, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es immer noch nicht kapiert. Aber er war dann eine desinteressierte Person in dem Moment. Aber ja, wenn du nichts über Jura machst, dann machst du irgendwas über die Schweiz und jetzt Flachwitz, da gibt es auch einen Jura. Ja, der bleibt sich halt treu, der Herr Sommer. Ich gehe gleich rüber hier. Ja. Das ist mir zu flach. Ich muss euch enttäuschen, also Schweiz habe ich nicht im Portfolio heute, aber in der Tat, ich habe viele Länder mitgebracht hier in meinem ersten Beitrag. Also wirklich sehr viele Länder, sehr beeindruckend. Und zur Einleitung frage ich euch mal, nicht, ob ihr ihn kennt, sondern wie findet ihr eigentlich den Film Forrest Gump? Finde ihn super. Ja. Ja, cooler Film, oder? Super Film. Ja, schon 1000 Mal gesehen. Hat sowas ganz Positives. Noch irgendwie. Viele interessierte Personen. Okay, viele interessierte Personen vor dem Fernseher. Ja, überall. Überall. Ja, Forrest Gump sagt euch sofort was, aber der Name Jonas Deichmann wahrscheinlich nicht, nehme ich an, richtig? Das ist doch der deutsche Forrest Gump, oder? Ja. Ein Spross der Schuh-Dynastie? Deichmann, da kaufst du immer ein, okay. Nee, das wird zu teuer. Ist dir zu teuer. Ja, nein. Über Deichmann habe ich tatsächlich mal einen Bericht gesehen, ganz interessant, aber jetzt geht es tatsächlich um den deutschen Forrest Gump. Und zwar den Jonas Deichmann, der nämlich sich vorgenommen hat, die das Welt... Das Leben ist wie eine Schachtel Schuhe. Ist wie ein Schuhkarton. Ja. Man weiß nie, wo der Arsch riecht. Man weiß nie, wo der Linke ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, man weiß nie, was man bekommt. Das stimmt ja dann so nicht ganz bei den Schuhkartons. Also. So, erzähl doch mal. Ja, also, ja, wir wollten dich ja gar nicht unterbrechen. Nein, das wollt ihr nie. Macht ihr trotzdem immer. Also, der deutsche Forrest Gump, der Jonas Deichmann, hat sich vorgenommen, die Welt per 120-fachen Ironman-Triathlon zu umrunden. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, als ich das schon mal im Fernsehen einen kurzen Bericht zu gesehen habe. Jetzt habe ich auch was gefunden im Internet. Und das ist eine total klasse Geschichte. Der Typ ist 34 Jahre alt, wie man sich vorstellen kann, extrem Sportler. Und der muss eben für diese Weltumrundung eine ganze Menge radeln, schwimmen und laufen. Klingelingeling, hier kommt der Ironman. Ja, ja, Prollo, du bist ja so unglaublich vorlaut und so richtig witzig heute Abend. Dann kannst du uns ja mal erzählen, was muss man denn beim Triathlon so für Distanzen schaffen? Boah. Beim Ironman-Triathlon vor allem. Also laufen ist einfach. Ja. Ja, dann tipp doch mal. Ist die Marathondistanz. Also 4 Kilometer schwimmen, ja. 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Ich hatte eigentlich den Prollo gefragt, aber ich kann, so, also das 180, war der Prollo. 180 Kilometer schaffe ich nicht mal im Taxi. Der Prollo kann nur, der Prollo kann nur sehr gut Stimmen nachmachen. Ja. Ja, ja. Bauchredner ist er auch. nein, das stimmt. 3,9 Kilometer schwimmen, genau genommen 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Das ist korrekt, was der Ben da von sich gegeben hat, ausnahmsweise. Und ja, er ist jetzt noch nicht fertig, er muss jetzt noch laufen, aber er hat schon jede Menge hinter sich gebracht. Und die spannendste Zeit, die hier etwas ausführlicher im Bericht beschrieben wird, die hat er in Mexiko absolviert. Da ist er nämlich gelaufen und hat da, ich weiß nicht, wie viele, die Stelle finde ich noch, wie viele von diesen Triathlons er da hintereinander weggelaufen hat. Auf jeden Fall jeden Tag einen Triathlon. Und das war sehr spannend in Mexiko. Also erstmal, wieso Mexiko? Er wollte halt in Amerika laufen und es ist in Nordamerika, in den USA nicht möglich gewesen wegen Corona, Kanada war wegen Corona nicht möglich. USA konnte er nicht einreisen, weil er schon mal im Iran war. Und naja, es ist auf jeden Fall dann so gekommen, dass er die Lauf... Er hat drumherum geschwommen bis Mexiko oder was? Ja, genau. Er hat dann zweiter Vorname ist Moses, er läuft übers Wasser. Er läuft übers Wasser, genau. Nein, er hat dann, er ist dann in Mexiko gelaufen, hat sich dafür entschieden. Und das war wohl eine sehr spannende Zeit. Also er ist da gelaufen und man denke jetzt vielleicht einfach mal auch an den Film Forrest Gump. Da hat man ja vielleicht die Bilder noch im Kopf. Der vollbärtige Forrest Gump, der da lief. Und es liefen dann ja auch immer mal Leute mit ihm. Und der Jonas Deichmann, der hat witzigerweise auch sich so einen Bart wachsen lassen und hat beim Laufen die gleiche Baseballkappe der Firma. Na, welche Firma war es? Ben, Filmexperte? Apple. Was für eine Basecap hatte der? Apple. Nein. Firma Bubba Gump. Ach, Bubba Gump. Ja, Bubba Gump. Ja, sorry. Und, das war ja davor. Ja. Und mit der war er dann da unterwegs. Und er erzählt dann, dass er vielerorts eine Polizeieskorte gekriegt hat, weil da im Schnitt täglich 100 Menschen umgebracht werden in Mexiko. Und dann sind die Polizisten teilweise einfach mit ihm mitgelaufen. Ja, aber da würde ich mal ganz kurz was fragen. Ja, bitte. Ich versuche mir das so vorzustellen. War der da alleine? Weil da muss ja irgendeiner sein Fahrrad schleppen. So, also der rennt einen Marathon, beziehungsweise schwimmt irgendwo. Ja, da ist ja auch nicht überall Wasser. Dann schwimmt er da, was weiß ich, seine 4 Kilometer und dann steigt er aufs Rad, fährt 180, da macht er ja richtig Strecke. Nee, er hat es anders gemacht. Und dann muss er irgendwie sein Fahrrad auch noch weiter transportieren. Nee, er hat es anders gemacht. Er hat es so gemacht, dass er erst die kompletten Kilometer geschwommen ist, die er schwimmen muss insgesamt. Dann ist er die Strecke, die er laufen muss, am Stück gelaufen. Also
die 120 Mal. Und dann macht er jetzt, da ist er jetzt in Europa, dann macht er das Radfahren alles im Stück. Okay. Wobei das stimmt fürs Radfahren nicht ganz, denn da ist er auch schon in, da hat er auch schon in Russland einiges absolviert. Er hat jetzt noch 3.500 Kilometer Fahrradfahren vor sich. Aber das Laufen hat er wohl, wenn ich es hier richtig verstehe, tatsächlich komplett in Mexiko und da ist alles am Stück. Also er ist jetzt tatsächlich nicht wie in so einem, kann man sich nicht vorstellen, wie so in so einem echten Triathlon, wo du dann diese drei Disziplinen sozusagen an einem Tag hintereinander machst. Genau. Und noch eine Frage, rennt der wirklich in gerader Linie einmal über die Erde oder so, wie du es gerade geschildert hast, läuft er nur die Distanz, aber jetzt nicht sozusagen am Stück wirklich wie so eine Schnur von einmal ringsrum, oder? Ja, also das macht er nicht. Das ist wohl logistisch auch nicht so ohne weiteres möglich. Also er, wie gesagt, macht jetzt das Laufen komplett in Mexiko, dann setzt er über nach Portugal und läuft im Zickzack, fährt im Zickzack dann bis München. Und er war auch in Russland unterwegs, wird hier erwähnt. Also er ist jetzt nicht in dem Sinne ein Weltum, wie soll man sagen, Umläufer hätte ich jetzt fast gesagt, aber er umrundet die Erde nicht so, dass er, wie du gerade gesagt hast, wie an der Schnur gezogen, einfach mal mehr oder weniger geradeaus und dann vielleicht übers Meer noch mit dem Schiff. Wäre ja auch mit dem Meer so ein Thema, ne? Also ja, das ist dann tatsächlich schwierig umzusetzen. Aber eine dumme andere Frage, also der muss ja dann ungefähr, also 120 mal 42 Kilometer, das sind 4.000 dabei, also ungefähr 5.000 Kilometer laufen. Das ist er in wie vielen Tagen gelaufen? Das würde mich ja mal interessieren. Oder was für Einheiten läuft also, er da? Also so wie ich es verstanden habe, läuft er jeden Tag diesen Triathlon. Jeden Tag aufs Neue. Also theoretisch wären das 120 Mal hintereinander eben das Laufen. Die Laufdistanz. Also er läuft jeden Tag eine Marathondistanz. Ja, er sagt, genau, das ist korrekt. Er sagt, dass er da auch erstmal mit sehr viel Gewichtsverlust zu kämpfen hatte. Aber jetzt sagt er, wo er dann, also als der Artikel war er mit dem Laufen noch nicht ganz fertig, war fast am Ende, dass er von Tag zu Tag stärker wird. Also, aber das, er sagt, der Körper passt sich dieser Belastung an. Also er kriegt's hin. Ja. Apropos Körper. Ich habe mal eine Frage für euch. Was reimt sich eigentlich auf Laufen? Trinken. Gewonnen. Genau. Und deswegen habe ich mal schön kalt, passend zur Jahreszeit und Temperatur, drei unterschiedliche Getränke, jeweils in doppelter Ausführung. Ihr dürft euch das jetzt aussuchen, von der Firma Carlsberg mitgenommen, weil das so ein schönes Design hat. Ich habe es wirklich nur gekauft, weil es so schön ist und weil ich ja Kronkorken sammeln und die sind wirklich sehr gelungen hier oben drauf. Und ich stelle es nochmal kurz vor: Carlsberg Brauerlimo, Köhler und Orange. Dann Carlsberg Brauermalz, das ist eher was ich überhaupt nicht mag. Und Carlsberg Mango Maracuja Weizen. So. Was macht euch denn da an? Beim Malz hast du mich ja schon so angeguckt, ich würde es nehmen. Okay, ich mach's aber auf, weil ich muss das ja hier fachgerecht öffnen. Und was mit euch? Ich nehme das, was übrig bleibt. Du kannst alles. Ist von allem noch doppelt da. Ich nehme mal das Mango-Maracuja-Weizen. Okay, dann machen wir das. Hört sich weit entfernt an. Hattest du nicht irgendwas von Malz gesagt? Malzbier kannst du auch haben, ja. Ja, dann, wenn ich mit meinem Beitrag hier durch bin, dann schraube ich hier mal das Fenster. Du bist immer noch nicht durch. Nee. Oh, Alter, du wolltest eine kurze Geschichte am Anfang machen. Das ist so schlimm, wenn man dem einmal den Kanal öffnet. Ich habe überhaupt nichts von kurz gesagt. Das hast du jetzt gerade erfunden. Wir haben immer gesagt, am Anfang reden wir, machen wir einen kurzen Opener. Oieiei, okay. Damit uns jetzt, aufgepasst, die Leute nicht weglaufen vom Podcast. Ja. Ich will nur mal sagen, 14 Minuten ist der schon dran, ne? Nur, vielleicht gibst du ihm das mal durchs Fenster. Ich möchte mal gerade darauf hinweisen, dass der Beitrag deswegen so lange dauert, weil du dauernd so doofe Fragen stellst. Ja, weil man das ja wissen will vielleicht, auch als Zuhörer. Ich versuche es ja nur spannender zu machen für die Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Es gibt auch hier bei Netflix und Co. gibt es auch immer diesen Knopf Vorspann überspringen. Ja, oder doppelte Geschwindigkeit. Genau. Ne? Der Henk hört uns ja immer mit doppelter Geschwindigkeit. Jetzt weiß ich auch warum. Ja. Nee, jetzt fühlt sich der Sammer gleich gedisst.
Mach mal weiter. Ich bin das gewohnt. Das ist das ganz Normale, was ich von dir so kenne. Ja. Nein, du hast mich ja unterbrochen, gerade bei dem, was unterhaltsam ist. Die Polizisten, die da mit ihm gejoggt sind, haben Marschlieder gesungen dabei. Das finde ich schon ganz cool. Und dann ist irgendwie auch die Bevölkerung mal mitgejoggt über längere Strecken. Einmal ist ein Einbeiniger auf Krücken 10 Kilometer mitgehumpelt. Oh. Und gefährlich wurde es im Gebirge von Sinaloa, heißt das, weil da das Kartell des Ex-Drogenbosses Joaquim El Chapo die Gegend kontrolliert. Und da sind die ganzen Nilpferde laufen auch rum dann, ne? Ja, wahrscheinlich. Und da ist er auch einmal ins Schwitzen gekommen, und zwar nicht nur wegen seines Laufs, weil da dann tatsächlich Männer mit Maschinengewehren auf ihn zukamen. Aber da die Medien in Mexiko, da ist er wohl irgendwie echt ein Held, so viel über ihn berichten, war er da bekannt. Und dann sind die zu ihm gekommen, haben gesagt, Jonas, willkommen, wir passen auf dich auf. Und haben gesagt, kannst du das Päckchen vielleicht mitnehmen und das vorne an der Ecke? Er war einfach schneller als ihre Kugel. Genau, genau. Nein, also das war noch eben ganz lustig in Mexiko. Ich meine, nicht, dass man Sympathien hätte für diese Gangster da, aber es ist ja schon irgendwie eine skurrile Situation, die man sich dabei vorstellt. Ja. Ja, so, wobei ich jetzt nicht hier irgendwie da in die Suppe spucken will, ich habe so, was man so ist aus der Presse liest und auch sonst irgendwie mitbekommt, sind ja diese ganzen Leute, also die zum Beispiel die Mitglieder des Sinaloa-Kartells und auch sonstige Leute, die da im Drogenhandel ziemlich aktiv sind, einigermaßen spaßbefreit. Also dass da jetzt, das glaube ich, ist doch eher so eine verbrämte Geschichte, dass du, oh Mensch, du bist unser Held, kann ich jetzt nur schwer glauben, da bin ich jetzt mal ehrlich. Gut, ja. Vielleicht haben die neue PR-Berater. Das kannst den du. Haben sie erschossen. Kannst du, wir hatten doch auch schon mal diese, ist doch auch schon lange her, dass wir so mal das Thema hatten, dass die sich in der Bevölkerung auch vielleicht, ich sag mal, durch freundliche Spenden und ein bisschen Unterstützung durchaus gerne mal beliebt machen. Ja, und da irgendwie. Ja, ja, das hatten wir schon, stimmt. Prollo, du hast echt gut aufgepasst. Das war, da haben die in Corona-Zeiten dafür gesorgt, dass die Kinder, die irgendwie plötzlich nicht mehr zur Schule kommen konnten, dass die da mit Computern und allem versorgt wurden. Richtig. Da wäre es doch schade, wenn da ein Unfall passieren würde. Das ist natürlich oder? Richtig, ja. Prollo hat aber nicht aufgepasst, er hört nur nebenbei die Podcasts mit hier beim Podcast. Hm? Was? Ja, zweifache Geschwindigkeit. Also mit dem Drogen, das habe ich jetzt irgendwie nicht dabei, aber das kann ich noch nachlesen. Du hast nichts dabei, oder was? Ich habe nichts dabei, Scheiß. Aber der Drogentaxi, da war doch irgendwas mit dem Drogentaxi in das Berlin. Drogentaxi die 1G. Berliner Drogentaxen. Die funktionieren ja so, du fährst irgendwo hin, willst dir was liefern lassen, steigst ein, fährst mit dem Typen um den Block, dann wird das alles ausgetauscht und steigst woanders wieder aus. Und diese Drogenkuriere oder Drogentaxen, die erlauben nur noch 1G. Und sagen bei mir, ich liefere nur noch an Geimpfte. Weil die Ratio dahinter ist total nachvollziehbar. Die sagen, also wer sich hier die Kacke da in die Blutbahn jagt, der kann auch einfach mal ein bisschen Impfstoff sich noch dahinterher schieben. Das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Also dem glaube ich nicht, dass er da irgendwelche gesundheitlichen Bedenken hat. Keine Angst vor chemischen Langzeitfolgen. Ja. Aber der Junkie, der dann hinkommt und sagt, nee, ich traue mich nicht. Ja, also eben drum. Der ist dann doch richtig cool, oder? Ja, ja, der, oder durch. Der ist vielleicht cool, aber der kriegt da halt nichts. Tja, das meine ich auch eher so Koks-Taxis oder so eher was für den gehobenen Anspruch. Wie findet ihr denn hier dieses Layout? Also ich habe das ja, wie gesagt, vor allem gekauft, weil diese Flaschen so geil 70er-Jahre-mäßig gestylt sind. Zumindest ich finde, das hat sowas von einem Kindergetränk. Ja, ist ja ein Malzbier, ne? Was wunderst du dich? Weil ich habe hier, ich mein, Cola so Orange ist auch so ein Kindergetränk. Wie heißt das hier? Diesel, ne? Diesel hat man früher immer gesagt. Mhm. Diesel. Da sind auch so zwei Typen drauf. So da steht aber nicht, wer das ist. Und da reitet so einer auf dem Bierfass hier. Das ist der St. Ja, das ist der St. Karl. Nee, also, ja. Ich habe heute rausgefunden, dass WDR2 auf jeden Fall auch unseren Podcast hört, weil dort sollte man heute anrufen oder Nachrichten schicken und erzählen, was so auf den Bieretiketten drauf ist. Das haben die von uns abgekupfert. Ja. Hast du angerufen, so viel wenigstens? Ja, nee, ich hab das geschickt. Post. Apropos, ich habe auch ein bisschen virales Marketing betrieben.
beziehungsweise versucht, diesen Männerhaufen hier mal aufzulockern. Sag mal, erinnerst du dich, ich glaube, es war nur in unserem Fußball-Chat, diese Story im Express von Leonie Schreiber. Wer jetzt da noch nicht weiß, wer das ist, die fungiert unter dem Namen Medfluencerin, hat die eine Marke gegründet, wo sie quasi ja, viel Humoristisches rund ums Med anbietet. Und der hat der Express jetzt unter der Woche über die berichtet. Ich habe mir mal die Instagram-Seite angeguckt und fand das ganz lustig. Und habe die einfach angeschrieben, ob sie in unserem Podcast mal ein bisschen über Med-Talk machen will. Und sie hat zumindest gesagt, sie hört sich das mal an, was wir hier so machen. Also schöne Grüße, liebe Leonie. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich ja viel besser benommen. Wie unangenehm. Nein, wir bleiben so, wie wir sind. Du hast dich noch nie besser benommen. Ich wollte nur sagen, wenn wir vielleicht nächstes Mal den Sommer ans Ende schieben mit seinen Geschichten, dann wird es vielleicht auch am Anfang nicht ganz so zäh. Wie so ein. Was heißt hier zäh? Das war unterhaltsam. So, pass mal auf, jetzt geht's nämlich um Kacke. Nee, nicht ganz. Oh Gott. Oh Gott. Okay, super. Ich glaube, damit so. War dann das Interview dann gelaufen. Also, ich habe mal wieder ein Space-Thema für euch. Diesmal geht's um den Rückflug einiger Astronauten von der ISS. Jetzt kürzlich dauerte 20 Stunden. Und ich frage euch erstmal, der Rückflug verlief nicht ganz wie geplant. Und ich möchte von euch den Grund wissen. Da war nämlich was unterm doppelten Boden der Kapsel ist da gefunden worden. Ja. Ich wüsste gerne, was du da... Ihr habt ja Alien gesehen. Nee, das war eine Finte. Ach so. Aber denk mal weiter in die Richtung. Also, doppelter Boden und was lag... Unter der Kapsel, ja. Der Landekapsel. Womit nee, die dann auf der, die Erde genau, zurückfliegen. Genau. Ja. Ein doppelter Boden. Ja. Denk mal ans Fußballstadion oder so eine Gaststätte. Hier ist ein Keller runter. Plötzlich plitsch, plitsch, plitsch. Urin. Na, Urinlachen. Urinlachen Urin. Unter den Bodenplatten. Oh Gott, das Klo war kaputt. Das war, das hatten sie schon mal das Problem und deswegen haben sie jetzt direkt unter die Bodenplatten geguckt. Ja, tatsächlich, die Toilette war leider im Eimer beim guten SpaceX-Shuttle. Und was war die Folge? Das könnt ihr euch denken. Auf der Rückreise? Tena, Mann. Richtig. Du verfolgst aufmerksam die aktuellen WC-News. Nee, nur Astro-News. Also okay. Windeln mussten sie tragen. Richtig. Naja, es wird ja PR-mäßig als saugfähige Unterwäsche bezeichnet. Also so diese schönen... Klingt besser. Für die größeren Kinder zum Reinschlüpfen. Also keine richtigen Windeln. Tatsächlich 20 Stunden in Windeln. Und damit nicht genug. Aber eigentlich, die haben doch so mehr so geschlossene Raumanzüge. Ich meine, da kann ja eigentlich nichts verloren gehen. Da kann ja nichts verloren gehen. Läuft aber da unten. Was gab es am Freitag vor dem Rückflug zu essen? Chili. Richtig. Ehrlich? Es gab ausgerechnet erstmals im Weltraum angebaute Chilischoten. Sind die jetzt echt total bescheuert? Ja gut, aber... Ja, wieso bescheuert? Die sind genauso bescheuert wie hier im Bus. Du bist ja auch immer so furchtbar freundlich zu deinen Kollegen. Oh. Und da haben die Typen, die das Essen bereit zubereitet haben, sich auch gedacht, ey geil, das Scheißhaus ist kaputt, die tragen Windeln, jetzt gibt's Chili. Ich vermute mal, das Scheißhaus kaputt gemacht. Das war echt ein toller Einwurf gerade. Ich finde super, ich lobe dich jetzt nur noch die ganze Sendung. Das war mal echt, also das, da, boah. Respekt, oder? Ja, Respekt. Ja. Chapeau. So. Du hast ja einiges auf dem Kasten. So, warte, 13 Minuten habe ich noch. Und ich zitiere mal die Astronautin Megan McArthur. Ich finde das nicht gut, dass du den Sommer runter machst. Habe ich nicht. Das ist passiert alles in deinem Kopf. Und die Dame beschrieb die Situation jedenfalls als suboptimal, aber beherrschbar. So. Die Raumfahrt ist voller kleiner Herausforderungen, sagte sie. Aber besser vielleicht, als wenn das Klo explodiert. Ja, dann doch lieber Windeln tragen. Wir müssten mal so eine Auswertung machen, so die Themen, die wir so haben. Ich habe ja gerade böse behauptet, der Sommer wird immer nur über Jura oder Statistiken sprechen. Dann haue ich auch noch mal was in die Richtung vom Prollo rein. Ich würde mal ganz steif behaupten, 80% seiner Beiträge haben irgendwas mit Fäkalien zu tun. Das sagen wir mal mit Unterleib.
oder Unterleib gedacht. Ja, das fliegt mir so zu, würde ich sagen. Ja. Sagt euch denn der Satz Yippie-Yay, Schweinebacke was? Ja. Ja, die hard. Bald ist wieder Weihnachten. Sehr gut. Bruce Willis. Genau. Und, tja, man kommt vielleicht nicht drauf, aber wenn man es dann liest, denkt man sich, ja gut, hätten wir drauf kommen können. Ein deutscher Alarmanlagenhersteller hat das jetzt quasi drauf und hat jetzt auch die Originalstimme von diesem, von der, also die deutsche Synchronstimme. Und der brüllt jetzt bei bestimmten Anlagen, brüllen die einfach dann hau ab, Schweinebacke, in dem Tonfall, um da eventuelle Einbrecher etc. zu vertreiben. Das ist so die Idee dieses Unternehmens. Und da wird hier drüber berichtet. Ich finde es übrigens einfach faszinierend, wie familienfreundlich das Original Yippie-Yay, Motherfucker, sowohl für den Synchronsprecher als auch für die Familie alles gedacht. Stimmt. Aber es würde ja hier nicht funktionieren, wenn du nicht auch die synchrone Variante nimmst quasi. Also in kann USA, man da die Sprache einstellen bei dieser Alarmanlage? Das kann natürlich sein, dass die international tätig sind, dann gibt es da sicherlich die Mehrspuren, mehr Tonspuren. Genau, also es ist auf jeden Fall, soll auch dann quasi auch Hunde und Katzen unterscheiden können und Autos. Also wenn du mal ein Auto in den am Hausflur steht oder da gegen die Tür donnert, dann wird es nicht angebrüllt. Aber wie gesagt, wenn dann Einbrecher kommen oder Einbrecherinnen. Einbrechende, genau, genderkonform, dann EinbrecherInnen. Dann, wie gesagt, werden die direkt angebrüllt. Hau ab, Schweinebacke. Ja, und wobei das eben nicht das Originalzitat ist. Also nicht nur das Originalzitat, sondern auch nicht das Original-Synchron-Zitat. Ist das Originalzitat möglicherweise unter Copyright? Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, also dieses Yippie-Yay-Schweinebacke sagen sie ja auch nicht, weil das macht ja auch keinen Sinn. Und wie wirksam ist das? Keine Ahnung. Es hat noch keiner eingebrochen da, aber das war, glaube ich, erst beim Alarmanlagenhersteller. Wenn da eingebrochen wird, ist sowieso peinlich. Das war's schon. Ich dachte, ich mache mal was Kurzes jetzt hier, wenn wir sonst immer hier nur die Longtracks haben. Ihr holt richtig auf, meine Güte. Naja, also wenn ich hier an Beef denke, hier seinen Vortrag letztens, der war doch auch nicht schlecht. Vortrag? Naja, doch, letztens hier, was war das noch? Da haben wir doch uns auch köstlich auf deine Kosten amüsiert. Das habe ich ausgeblendet. Fällt mir gleich wieder ein, wozu das war. Na gut, also wir hatten ja eben schon, oder ich, behauptet, Karneval. Danke, war gut. Danke. Hm? Schön. Was Schöne denn? Geschichte. Oh. Du warst auch fertig, Alter. Was ist denn heute hier für eine Stimmung? Habe ich da etwa hier was angeheizt? Ja, oder? Genau. Nein. Auf keinen Fall. Okay, jetzt müssen wir mal passen auf. Wir müssen jetzt alle mal ganz kurz innehalten und aufhören mit diesen Aggressionen. Das bringt doch nichts. Ich glaube, es liegt daran, dass ich kein Bier mitgebracht habe, sondern antialkoholisches. Wir müssen ganz schnell zu deiner Flasche da kommen. Ich wollte es nur mal sagen, aber wird nie wieder vorkommen. Indonesien und Impfen habe ich jetzt hier. Ja, beginnt beides mit I. Genau. Das ist schon mal, also Respekt. Süd-Sumatra. Da ist eine Impfliste viral gegangen, auf der ein 12-Jähriger, wie es hier heißt, bei, wie heißt denn das Ding, heute, aber nicht ZDF heute irgendwas, irgendein Lokalblatt darüber berichtet, ein 12-Jähriger Bub, also dürfte wahrscheinlich aus Bayern irgendwo kommen, ist da drauf mit seinem Namen gestanden. Und ich lese jetzt erstmal den Namen vor und dann könnt ihr mal versuchen, den zu buchstabieren. Der heißt Abdev Girk Zuzu. Das ist der Nachname. Zuzu ist der Nachname. Der Vorname ist Abdev Gehik. Ja. Also ich buchstabiere euch das mal. Der heißt ABCDEF und der zweite Name ist GHIJK. Okay. Und der Nachname Zuzu. Und da haben die erst gedacht, das ist ein Scherz und haben seinen Ausweis sich zeigen lassen und der heißt tatsächlich so. Der Junge heißt ABCDEF, erster Name GHIJK. Und der Vater, der wurde dann irgendwie interviewt und der wollte auch noch die weiteren Kinder eigentlich NOPQ und dann RSTUV nennen,
Und den letzten, das arme Schwein, sollte XYZ heißen. Oh, wie unangenehm. Hat sich dann aber umentschieden. Die Jungs, die er dann noch bekommen heißen, heißen Amar und Arthur. Nur der arme ABCDEF steht da jetzt mit seinem Namen. Ich weiß nicht, ob das in Indonesien besser ausgesprochen werden kann, als wenn ich das hier probiere, aber... Was war der Hintergrund für die Namensgebung? Fand der Vater das einfach witzig? Der fand es einfach witzig. Der wollte einfach seinen Kindern das ganze Alphabet. Der wollte es irgendwie auf drei Kinder teilen und das ganze Alphabet da drin unterbringen. Und das war diese Geschichte, aber da ich natürlich nicht den ganzen Raum hier ungefüllt lassen will, habe ich noch eine zweite, die in die ähnliche Richtung geht. Nämlich in Belgien, da sind die genauso schräg drauf, nur ein bisschen andersrum. Da gibt es eine Familie, die hat 11 Kinder und haben alle ihre 11 Kinder Namen gegeben, oder allen ihren 11 Kindern Namen gegeben aus den gleichen 4 Buchstaben. Also das fand ich dann auch wieder geil. Die heißen Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale und Alxe. Aha. Aha, sind das so Scrabble-Fans, diese Leute? Ja, warum denn nicht? Ja gut, Alki. Ja, das ist natürlich kreativ, aber ja. es gibt ja auch, abhängig von der Kultur, auch irgendwie gewöhnungsbedürftige Namen, so viel ich weiß. Wenn ich jetzt hier was Falsches sage, dann mögen die Zuschauer hier bitte böse Post uns schicken. Aber in Japan ist, glaube ich, nicht unüblich zum Beispiel, dass du die Söhne irgendwie der Erste, der Zweite nennst. Also das ist gewöhnungsbedürftig, aber glaube ich üblich. Ja, aber Namen finde ich immer wieder Anlass für lustige Geschichten. Das war jetzt beides sehr kurz. Ne? Sag mal, so geht eine kurze Geschichte. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur faul, ja. Ich möchte mal jetzt selbstkritisch sein heute. Und du machst einfach mehr Mühe als ich. Aber ich habe jetzt hier auch noch so eine Betroffenheitsgeschichte, die mir wirklich ans Herzen geht, die habe ich jetzt erstmal noch zurückgestellt. Weil die Stimmung war schon von mir so runtergemacht. Ja. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter so. Die Stimmung schießt zu Boden wie eine Raumkapsel mit defekter Toilette. Ich hätte auch noch was zum Thema Namen. Deswegen, bitte. Es gibt in Frankreich eine Ortschaft, da warten die Bewohner seit langem auf ihre Personalausweise. Irgendeiner eine Idee, woran das liegen könnte? Corona. Schreibmaschinendefekt. Okay, 2 Vorschläge. Sag mal, bist du eingenickt oder? Die kriegen ihre Persis nicht. Ja, Post ist im Arsch. Ja, okay. Briefträger erschossen. Ja. Ihr habt alle nicht recht, aber das ist jetzt ja auch keine Riesenüberraschung. Der Name des Ortes ist zu lang. Also der Ort hat 38 Zeichen im Text. Das ist der Ort Saint-Quentin-la-Motte-Croix-Aubaye. Ist an der nordwestfranzösischen Küste und hat das Problem, dass die 38 Zeichen eben nicht auf die neuen Ausweispapiere in Frankreich passen. Also das sind wohl keine 38 Zeichen vorgesehen. Aber kann man das nicht irgendwie abkürzen dann? Oder? Da kriegst du ja allgemein wenig Post mit so einer Adresse, oder? Das ist schon mal, also ich sag mal zumindest handgeschrieben oder sowas ist immer schwierig, ne? Ja. Und das ist dann alles, gibt nur Langbriefe oder so. Aber ja, fand ich ganz witzig, dass der Ortsname zu lang für das Formular ist und das hat jetzt so ein paar Schwierigkeiten. Ist immerhin 1300 Seelenort, also man weiß nicht, wie viele da wohnen, aber immerhin 1300 Seelen. Und wie gesagt, also ist irgendwie blöd. Hat aber lang gedauert. Ich muss so lachen, weil der Prollo, schade, dass man hier keinen Videopodcast macht, weil die Blicke eigentlich? sind manchmal sehr schön. Ja, aber Ben, jetzt muss ich mal hier gerade nochmal nachfragen. Hast du hier nicht mal in dieser Runde oder in diesem Podcast jedenfalls mal mit dem Wissen geglänzt, uns irgendwie den längsten Ortsnamen der Welt irgendwie vorzustellen, aus Island oder so? Ja. Aber ich habe jetzt den Mittelteil vergessen, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Die mittleren 46 Buchstaben. Aber die Isländer haben da scheinbar dann eine Lösung gefunden, ne? Wenn du darauf hinaus willst, wenn die ja dann irgendwie... Also die Franzosen haben auch eine Lösung gefunden, aber nur eine provisorische. Das heißt, die bekommen jetzt erstmal provisorische Ausweise mit abgekürztem Ortsnamen. Mhm. Und ab dem kommenden Jahr sollen dann die Ausweise mit allen 38 Zeichen von Saint-Quentin-la-Motte-Croix Aubaye dann da aufgetragen werden. Wie auch immer das dann, vielleicht ist das ein ausklappbarer so.
Wie so, so. Oder zweizeilig. Oder Spitznamen, so Motti oder so. Ja, oder ja. Sowas. Oder Fold-It-Karte. Also wer weiß. Also insofern. Tja. Ja, das war wieder eine kurze Geschichte, sag mal. Guck mal, was ist denn hier los, ey? Ja, nur dreimal kurz macht auch lang, ne? Oh. Ach so. Sehr ach schön. So. Ja, Mensch. Jetzt ist der Sammer, glaube ich, sauer und will nichts mehr sagen. Wie? Sauer? Wer sagt das denn? Hast du was? Ich bin doch nicht sauer. Ich muss, wenn du mich fragst, ob ich was habe, dann... Was machst du denn mit diesem muss ich mal Buch gucken, da, was du da dann, gerade dann, aufschlägst? Dann muss ich halt mal überlegen, ob ich irgendwie was wirklich Kurzes oder was wirklich Langes habe. Ja, natürlich habe ich was. Dieser Ben hat jetzt hier seinen Keindl aufgeschlagen. Ihr seid ja auch so unfassbar heute unterwegs. Ich bringe euch jetzt hier mal eine mittellange Geschichte. Boah. Nein, es ist wirklich... Weil vorhin die war kurz, ah, nee, glaube ich. Das auf der Rückseite geht es ja weiter. Komm, jetzt mich interessiert es aber wirklich. Na, pass auf, der Punkt ist, ich mache ja auch so ein bisschen drumherum. Ne? Ich stelle mal eine nette Frage, mache das nicht nur so wie ihr, immer so rauskotzen und dann ist irgendwie gut. Ne? Also. Ich glaube, diese Sendung markiert einen Tiefpunkt. Einen Tiefpunkt, ja. Pass mal auf den Tiefpunkt, da können wir jetzt auch mal hier überlegen, ob das hier auch ein Tiefpunkt ist. Interessiert ihr euch für Kunst? Ja. Ja, ja. Durchaus. Ja, durchaus, okay. Dann erzähle ich euch jetzt mal hier was von dem Künstler Jens Haning, der den Auftrag hatte, eine wie auch immer dann aussehende Collage zu erstellen aus 70. Der guckt immer so, der Ben. Ich habe nicht gelacht. Hallo? Der Hallo? Guckt immer so, das ist nicht meine Schuld. Wollt ihr zuhören oder wollt ihr die Geschichte künstlich in die Länge ziehen? Wir hören. Ja, hören. Also, der soll eine Collage erstellen und zwar soll die Collage aus Geldscheinen erstellt werden, nämlich aus 70.000 Euro. Die hat das Museum diesem Künstler dafür geliehen. So, hier hast du 70.000 Euro, mach daraus eine Collage und der Hintergrund war, der Typ hat das schon mal gemacht, woanders und da sollte er sozusagen eine Neuauflage dieses Werks kreieren und ist dann mit diesen Geldscheinen abgezogen. So, soweit, so gut. Dann gibt es natürlich irgendwann auch die Ausstellung und dann hat er den aber 2 Tage vor der Ausstellung hat er den dann mitgeteilt, dass er das Werk, auf das man sich geeinigt hat, nicht angefertigt hat. Stattdessen werde er dem Museum etwas anderes geben, etwas anderes liefern, nämlich Werke mit dem Titel Take the Money and Run Away. oder Take the Money and Run, ohne das Away, egal. Denn er bietet denen jetzt an, dass er stattdessen denen einfach eine leere weiße Leinwand liefert. Und damit will er zeigen, dass, ich zitiere, wir auch die Verantwortung haben, die Strukturen, von denen wir ein Teil sind, in Frage zu stellen. Wenn die Strukturen komplett unzumutbar sind, müssen wir mit ihnen brechen. Das Kunstwerk ist, dass ich das Geld genommen habe. Und das Kunstwerk repräsentiere eben seine aktuelle Arbeitssituation und er ermutige andere, die genauso miserable Arbeitsbedingungen hätten wie er, das Gleiche zu tun. So, also sprich, das Museum kriegt statt dieser Collage mit 70.000 Euro Schein einfach weiße Leinwände. Er hat die behalten und sagt, das ist also quasi das Kunstwerk. Was sagt ihr dazu? Ja, da finde ich, da hat er sich so ein bisschen einfach gemacht. Er hätte das Geld ja auch versaufen können und auf die Leinwand kotzen. Zum Beispiel. Ich darf ja keine Fäkalien mehr hier bewerben. Aber generell, ja, also ich ja, dann wäre das so ein Statement gegen den Kapitalismus. Ich habe mich ehrlich gesagt, war das bewusst gesagt, dass du eben meintest, 70.000 geliehen? Also ja. Dann hätte man es vielleicht ja auch einfach schreddern können und so schön so einen Florteppich aus Scheinen. Irgendwie. Da habe ich auch gestutzt bei dem geliehen. Nee, geliehen in dem Sinne, als dass er eben das Ganze dann als Kunstwerk wieder zurückbringen muss. Ne? So, also okay. Das ist ja jetzt nicht eine Bezahlung, sondern das ist ja quasi das Material, aus dem er das Kunstwerk erstellen soll und deswegen geliehen. So, und Hintergrund ist, er kriegt irgendwie für die Arbeit, es sind insgesamt sogar 2 Werke,
aus denen das bestehen sollte, 1.340 Euro. Und das findet er anscheinend scheiße. Und der Museumsdirektor, der hat ganz cool eigentlich reagiert, der hat jetzt erstmal gesagt, er gibt sich jetzt erstmal damit zufrieden, dass er die leeren Bilderrahmen gekriegt hat und wird die ausstellen. Er sagt aber, nach dem Ende der Ausstellung, da sei die Schonfrist vorbei und man werde die notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit der seinen Vertrag einhält und das Geld zurückgibt. So, also erstmal ganz cool reagiert. Die hängen das jetzt tatsächlich auf. Vielleicht ist es ja auch werbewirksam durch die Medien gegangen, sodass es vielleicht sogar Aufmerksamkeit und Besucher bringt. Aber dann will er die Kohle doch zurückhaben. Ja. Ja, gut. Ich finde auch, dass er sich etwas sehr einfach gemacht hat. Klingt so ein bisschen wie, Herr Lehrer, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen, weil, keine Ahnung, haben einen Stift verloren oder so. Ja, hätte sie ja dem Hund zu fressen geben. Ja, er sagt auch noch ganz schlau am Ende, der Künstler, es handelt sich nicht um Diebstahl, sondern um einen Vertragsbruch. Und der Vertragsbruch ist Teil des Werkes. Ja, Kunst darf alles, ne? Kunst darf alles. Vielleicht hat es einen guten Grund, warum man nur 1.350 Euro kriegt als Künstler für zwei Werke. Was ist denn das überhaupt für eine Art? Wieso wird denn das überhaupt bestellt? Ich gehe ja auch nicht zum Van Gogh und sage, hier, hast du ein Ohr? Das, glaube ich, passiert aber ehrlich gesagt schon dauernd. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert, werden. Aber das ist doch dann auch nichts, oder? Das gibt es aber schon immer. Also früher haben auch wurden Auftragswerke, der reiche, was auch immer, Kurfürst oder so, sich dann hat malen lassen. Also das ist ja. Ja, aber ist es dann noch Kunst oder ist es schon Handwerk? Naja, ich würde sagen beides, ne? Also sowohl als auch. Kommt der Kunst von Können oder? Kunst, ja, gute Frage, ne? Mhm. Das ist Kunst schon. Oder kann das weg? Genau, oder ist alles ist Kunst. Das hat ja wer gesagt? Na, wer ja, weiß der. Es? Genau. Fettecke mit Filz. Hm. So, jetzt haben wir noch eine Kunstdebatte eingeflochten hier. Ich bin schwer begeistert von uns. Das finde ich gut. Ich habe gleich übrigens noch was zu Kryptowährungen, aber da. War das jetzt eigentlich in irgendeiner Form juristisch oder statistisch? Das war Vertragsbruch mit drin, ne? Also irgendwie. Also du hast uns jetzt zumindest nicht jetzt im Einzelnen dargelegt, wer jetzt die interessierte Person ist in der Konstellation. Ja, das ist ja auch das Ja, sicherlich nicht der Zuschauer. Der wird ja eher mit was Leerem abgespeist. Nee, also da ist ja auch kein Nilpferd, hat ja auch nicht mitgespielt. Was ist denn hier los? Ist das bei Geräusch dir? Vielleicht will ich es noch nicht wissen. Pass auf, dass es nicht... du das gerade mit dem Raumfahrzeug nachmachst? Pass auf, dass es nicht unter die Fußmatte tropft. Jetzt lass doch mal den armen Herrn Sammer in Ruhe. Ja, aber wenn der sein Wasser abschlägt, Geräusche macht. Ja, was ist hier eigentlich los heute? Ja, das ist alles Kunst. Mein Gott, genau. Mach dich mal locker. Hat er doch gerade. Seid ihr schon mal in Japan Zug gefahren? Nein. Ich habe das einmal gemacht und was mich da wirklich total fasziniert hat, man steht dann ja so ein bisschen an dem Bahngleis und guckt sich da die ganzen Shinkansen, die da rein und raus fahren, an und die sind alle auf die Minute genau pünktlich. Das ist der absolute Wahnsinn und das ist denen wohl auch echt viel wert und hier im Spiegel habe ich, und jetzt möchte ich gerne, das ist jetzt mein Freundschaftsangebot für dich, lieber Sammer, habe ich eine Geschichte über einen Gerichtsprozess in Japan gefunden, wo der Bahnbetreiber dem Zugführer den Lohn gekürzt hat wegen einer einminütigen Verspätung. Sind die hingegangen, haben den Lohn gekürzt. Und dagegen klagt er jetzt. Das berichtet hat darüber die Yomiuri Shimbun Zeitung, was übersetzt Yomiuri Shimbun heißt. Ich habe es tatsächlich versucht zu googeln, aber es kam genau das bei raus. Vielleicht heißt es aber auch irgendwas ganz Unflätiges, dann bitte ich alle Japaner um Verzeihung. In der Yomiuri Shimbun stand jedenfalls über diesen Gerichtsprozess, dass der Bahnfahrer, der Lokführer, jetzt 17.000 Euro umgesetzt Schadensersatz von denen haben will für seelische Qualen. Er habe nur einen kleinen Fehler gemacht und sei nicht seiner Arbeit ferngeblieben. Der Arbeitgeber hält dagegen, es gelte das Prinzip keine Arbeit, kein Lohn.
Ist das nicht krass für eine Minute? Aber was hat er denn angestellt? Ist er im zweiten Gang angefahren oder was? Also konkret hat er angestellt, er sollte eigentlich nur von einem Bahngleis ein Lok in Lokschuppen fahren. Und dann hat er sich aber dummerweise auf den falschen Bahnsteig gestellt und auf den Zug gewartet, hat einen kleinen Fehler gemacht und hat dann, ist dann 2 Minuten zu spät auf dem richtigen Bahngleis angekommen, wo er quasi von dem Lokführer, der da die Dienstfahrt beendet hat, den Shinkansen übernehmen sollte und hat dann nur noch geschafft, 1 Minute aufzuholen. Ja. Interessanterweise haben sie ihm das Gehalt um nicht weniger als 85 Yen gekürzt, was umgerechnet 65 Cent sind für die 1 Minute. Also sie haben es sozusagen in Verhältnis gebracht und dann noch im Laufe des Prozesses sich auf 33 Yen runterhandeln lassen. Aber das hat er nicht akzeptiert. Er sagt, die seelischen Qualen sind entstanden und er will jetzt 17.000. Ob er sie kriegt, werden wir dann hier in unserem Jura-Teil demnächst berichten. Wäre dann was für ein Sammer. Ich mag ja den, ich schätze den Sammer ja auch deswegen so wahnsinnig, weil der gerne ja auch dann diese Follow-up-Geschichten macht. Ja, sehr gerne. Mir wurde gerade Bier angeboten, für alle, die das jetzt nicht sehen konnten. Und ich finde es nur interessant. Ich weiß nicht, Sammer, du kennst dich ja so ein bisschen aus. Wäre sowas in Deutschland überhaupt denkbar? Also ich finde, ehrlich gesagt, wir sollten zu dem Thema den Wieselski mal irgendwie anrufen und interviewen. Oh Gott, du hast recht. Der kann ja auch vorbeikommen. Der macht direkt einen Warnstreik wahrscheinlich für den armen Lokführer. Also ich find das total geil. Ich meine, wenn du dem die Story mal erzählst, vielleicht überlegt er sich dann das nächste Mal, ob er nochmal einen Wahnsinnsstreik vom Zaun bricht für nichts. Ja. Also ich kann mich nur entsinnen, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass tatsächlich 1 Minute oder 2 Minuten, ich glaube erst ab 5 Minuten zählt es überhaupt als Verspätung. Also insofern. Ja, ab 6 Minuten. Ab 6 Minuten. Also Minuten generell als Arbeitnehmer oder was? Nee, nein, überhaupt auch als Verspätung als gegenüber den Kunden. Also wenn der Zug 3 Minuten zu spät kommt, zählt das gar nicht als Verspätung. Die Bahn gibt ja auch immer so Statistiken raus in Deutschland, dass er dann auch quasi, wie stark dann die ICE-Flotte oder die Regionalexpresse etc. verspätet sind, so in Summe. Und da werden überhaupt nur Verspätungen ab 6 Minuten dann überhaupt erst gezählt als Verspätung. Ja. Alles und vorher ist gar nicht. Habe ich da eben das Wort Statistik gehört? Ja, aber ohne Jura. Das ist doch hier das Freundschaftsangebot, ja, an aber dich. Jetzt, wie sieht denn die Statistik im echten Leben aus? Es läuft folgendermaßen. Ich bin ja lange von Düsseldorf, zwischen Düsseldorf und Bonn gependelt. Ja, Bonn war so klassischerweise für viele Züge die Endstation. Und was macht die Bahn? Lieber nicht verspätet in Bonn ankommen und verspätet wieder losfahren, sondern einfach den Zug in Köln enden lassen und in Köln wieder pünktlich zurück. Ja. Da stehst du doof in Bonn, aber die Statistik... Der Statistik geht's gut. So. Das stimmt, das ist mir tatsächlich schon passiert. So. Und jetzt gieße das nicht über den. Wie heißt das? Der Apparello. Gouda? La Gouda? La Goudal. Achso, Goudal. Gouda ist ja eher ein Käse. Zeig mal. Ja, also. ich habe noch nicht probiert. Ich wollte mich nur schon mal seelisch einstellen. Genau. Möchtest du auch einen Schluck, lieber Sammer, oder eher nicht? Gouda ist nichts. Gib ihm doch den Rest aus der Flasche. Ja, du hast doch schon. Lass mal gut sein, ich bin noch am Malzbier. Ja. Ist auch gut so, Malz. Ich habe auch noch mehr, wenn du, also ich würde, weil ich dich jetzt so gern habe, auch noch einen Mango-Maracuja-Weizen. Jetzt bieder dich doch nicht unnötig an, das Rumschleimer, das ist alles Kunst. Ganz kurz, ich würde das nur ganz kurz, also Langoudal, das ist wie so ein französisches Bier, ist auch ein bisschen stärker, das heißt, es ist auch dann so ähnlich wie viele belgische Biere, dann auch, glaube ich, 7,5% in dem Fall, oder 7,2%, und genau, und ist ein Bier Blond. A l'ancienne. Blond mag ich ja gerne. Genau. So. Ja, dann hoch die Tassen. Und das Schöne ist, achso, ich wollte auch sagen, es hat halt auch, das hat man eben vielleicht kurz poppen hören während des Vortrags von dem guten Ben. Es ist halt auch so eine 075er Flasche und hat halt auch einen Korkverschluss, also so ähnlich wie so eine Sektflasche. Es ist irgendwie alles ein bisschen. In Zeiten, wo selbst der Premium-Rotwein Schraubverschluss hat, finde ich, ist das mal so. Und das am Kölschtag hier mit 02 beim Karneval. Ja. Genau. Hast du das aus Paris mitgebracht? Nee, aus, ja. Ja, das ist auch Frankreich mitgebracht zumindest. Also, aber aus, ja, also ja, Frankreich, schon also nicht, Süd, nicht Südfrankreich in dem Fall. Wieder Lied. Nee, Lied, genau. Nee, es nee. Ist, genau, ist also tatsächlich original. Skoll. Prost. Achso, nee. Was sagt man eigentlich in Frankreich? À la votre santé. Si, oui.
Mein Sohn hat mir jetzt eine kleine Geschichte erzählt, die ich bei der Gelegenheit kurz einflechten kann, weil dein Sohn auch, glaube ich, beteiligt war. Der hat sich jetzt denkbar mit in irgendeinen Unterricht gesetzt, wo er gar nicht dabei ist, bei dem alten Klassenlehrer von deinem Sohn. Ah, okay. Herrn ja. Artmann. Und der hatte eine Freistunde und da haben die anderen ihn überredet, sich damit reinzusetzen. Und man sollte meinen, dass er den eigentlich kennt, weil er 6 Jahre in der Parallelklasse war, aber er kannte ihn nicht. Man so, wer ist das denn? Hat er nur so gefragt. Oder hat er sich, oder die anderen ihn als französischen Austauschschüler vorgestellt. Hat er gesagt, je m'appelle Oscar. Und dann hat der Hartmann wohl gesagt, ich kann kein Französisch, setz dich einfach hin, sei ruhig. Und dann haben die ganze Zeit irgendwie so getan, als ob er nichts versteht und haben dem das auf Französisch übersetzt. Und so. Ah, da denke ich auch so, ja, die können doch noch ein bisschen mehr als influenzen und zocken, unsere Kids. Herrlich. Wohl wahr. Ja. Sehr schön. Aber so, um das Disk-Karma mal gleich zu verteilen, ich habe nämlich ein schönes Kryptowährungsthema für den Krypto-Fan Ben. Und stimmt, der Ben hat lange nichts mehr zu Blockchains gemacht. Ja, richtig. Und das werde ich jetzt die aber für ihn erledigen. Denn wir sprachen ja letztes Mal sehr schön über Squid Game, ja? Ja, und, ihr Schweine. Ach was. Und was passierte nun? Es gibt jetzt eine Kryptowährung, die auch Squid Game heißt. Und die tatsächlich innerhalb von 24 Stunden, der Artikel ist von Ende Oktober, innerhalb von 24 Stunden von um 2400% an Wert gewonnen hat mit einer Marktkapitalisierung von am Ende $174 Millionen. Es gab die einschlägigen Warnungen, bitte aufpassen. Und Netflix hat dann auch gesagt, nee, wir haben mit dieser Geschichte nichts zu tun, das ist nicht von uns. Dennoch, am 28. Oktober startete der Vorverkauf und die Sache hat sich in einer Sekunde ausverkauft. Einer Sekunde? In also einer Sekunde. In einer Sekunde. Ja, Computer halt. Ne? Und der Sinn des Ganzen oder der Hintergrund war... Hast aber kein 1-1-Vertrag. Ja gut, dann hast du aber hinterher auch keinen Reibach gemacht. Jedenfalls, das Ganze war letztendlich die exklusive Währung für das sogenannte Squid Game Project. So eine Play-to-Earn-Plattform, also so eine Spielplattform, wo es ein Online-Spiel oder einen Online-Wettkampf vielmehr geben sollte, der im November dann starten sollte. Und ja, zu Gewinn gab es natürlich dann eine Auszahlung in der Währung. Und am Ende gewinnt halt der Sieger alles. Es wurde natürlich darauf hingewiesen, dass natürlich niemand umgebracht wird und so weiter, wie in der Serie. Ja, und jetzt frage ich mal den Krypto-Experten, hättest du zugeschlagen? 2400% in 24 Stunden? Wo ja, meinst du, steht der Kurs momentan? Der Kurs steht wahrscheinlich wieder da, wo er am Anfang stand oder irgendwie da in der Nähe. Aber um deine Frage noch zu beantworten, ich hätte Stand heute nicht zugeschlagen, weil ich habe, das würdet ihr kaum glauben, noch kein einziges Krypto selber gekauft. Ich ärgere mich, dass ich 2009, als ich das erste Mal von Bitcoin und so weiter erfahren habe, oder damals war es nur der Bitcoin, dass ich da nichts gekauft habe. Und seitdem habe ich so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Krypto, weil ich es auf der einen Seite faszinierend finde. Diese Gewinngeschichten sind natürlich auch irgendwie so Dollarzeichen immer. Aber auf der anderen Seite auch abstoßend finde, was das für zumindest Bitcoin für einen Energieverbrauch mit sich bringt. Und insofern schlagen da echt zwei Herzen in meiner Brust. Und bis dato habe ich das eigentlich nur theoretisch verfolgt, das Ganze. Und diesbezüglich möchte ich dann auch mal hier unseren IT-Experten Prollo fragen, weil der Ben jetzt gerade sagt, er ärgert sich, er hat nichts gekauft. Also ich meine immer in dem Zusammenhang zu lesen, dass man dazu auch, also dass da so ein handelsüblicher Laptop nicht reicht, um da tätig zu werden. Da sind ja zwei Sachen. Das eine ist das Meinen, das andere ist das Kaufen. Kaufen kannst du mit einem handelsüblichen Laptop auch. Ja. Aber Prollo, du bist der. Ja, das, also mit Meinen ist es ganz schwierig und als ich als Gamer leider auch natürlich wie viele andere Gamer darunter, dass denen ständig die tollen Grafikkarten weggekauft werden, um damit Kryptowährungen zu meinen, weil die Grafikkarten das mathematisch sehr gut können. Das führt teilweise oder mittlerweile führt das dazu,
dass es halt auch tatsächlich Spiele-Grafikkarten mit dem Argument verkauft werden oder mit der Zusatzfunktion, dass die halt im Mining künstlich schlecht gemacht werden, damit die halt nicht von den Minern aufgekauft werden, ja, damit man dann wieder schön seinen Tetris drauf zocken kann. So, aber ist das echt so? Ist ja, sicher. Ist er abgefahren? Abgefahren und ganz schön assi, würde ich mal sagen. Aber das Ende der Geschichte, zwei Tage später, der Artikel ist dann jetzt hier vom 1. November. Squid Game Währung, Kurs fällt auf 0 Dollar, nachdem nämlich diejenigen, die sie ausgegeben haben, die Kohle eingesackt haben und sich damit verpissten. So, also, alle verarscht, selber schuld, Warnungen gab's. Und es wird hier noch darauf hingewiesen, die Warnungen waren zahlreich, unter anderem sei auch zu beachten, dass die Webseite, die das Ganze bewarb, voller Rechtschreibfehler gewesen sei. Ja, also Augen auf beim Währungskauf, sage ich immer nur. So ein bisschen ja so eine digitale Variante des Hütchenspiels, ne? Also letzten Endes. Ja, nur dass sich der Hütchenspieler nicht nur um dein Geld erleichtert, sondern dich hinterher noch in den Kofferraum steckt. Aber das und an Organhändler verkauft, würde ich mal sagen. Aber das mit den Rechtschreibfehlern, das scheint ja auch irgendwie so ein Indiz für unseriös zu sein. Also diverse Fake-Seiten im Netz, gerne wenn sie dann eben von ausländischen Servern oder Dritten irgendwie da eingespielt werden, das ist ja teilweise einfach grottig geschrieben und dann besser Finger weg. Ja, ist aber oft dann auch einfach nur, dass das einfach ehemalige Schüler sind, die halt diese Rechtschreibung gelernt haben, schreib wie du willst. Gab es ja mal eine Zeit lang, war eine super Geschichte. Leider können sie alle keine Rechtschreibung mehr seitdem. Kann man nichts machen. So, also die nächste Kryptowährung geht an uns vorbei. Ich glaube aber, Ben, keine Sorge, der Typ, der sich sicherlich nach wie vor am meisten geärgert hat, ist der Typ, der seine Bitcoin-Festplatte weggeschmissen hat und Jahre auf der Mülldeponie verbracht hat auf der Suche. Ja, da denken wir alle nochmal dran, wenn wir denken. Gefunden hat er nie, ne? FOMO sagen die hippen, coolen Dings von heute, ja. Kryptoniker. FOMO, ja. Also FOMO. Fear of Missing Out ist... Ah. Ja, so du lässt dir irgendwas aufschwatzen oder lässt dich irgendwie abzocken, weil du irgendwas Gefühl hast, genau, die Angst, nicht dabei gewesen zu sein oder was zu verpassen. Und, aber ist ja auch ein bisschen so, ohne Scheiß, ich habe Anfang des Jahres gesagt, wir müssten Anfang dieses Jahres, das ist jetzt schon lange, lange nach Bitcoin und so weiter, habe ich gesagt, wir müssen in Dogecoin oder Dogecoin investieren. Dogecoin? Müssen wir einfach mal 100 Euro da investieren. Mhm. Ich hätte ein Schweinegeld gemacht. Ich hätte gar nicht mehr nötig, mit euch hier zu sitzen. Oder zumindest wenn, würden oder wir würden inzwischen in einem Riesenbus sitzen, in einem Beizen, wo jeder ein eigenes Studio hat. Jeder im eigenen Pool liegt. Ja, ich würde natürlich immer noch mit euch hier sitzen wollen, aber wir würden in so einem, nicht frieren. In so Pickups mit einem Whirlpool hinten drauf angeschwappt kommen. So. Und es ist herrlich. Zum Mäusemelken. Ja. Dass man dann irgendwie da auch da wieder, ja, ich habe mich dann so ein bisschen mit den Technikalia beschäftigt, dachte, hier so Wallet, Cold Wallet, Hot Wallet, schieß mich tot. Und dann irgendwie ist es mir wieder entglitten und ein halbes Jahr später sehe ich hier, Dogecoin geht durch die Decke. Scheiße. Ja. Ich ärgere mich eigentlich jährlich, dass ich jetzt nicht doch noch in Bitcoin eingestiegen bin, weil der Kurs schon wieder noch höher ist. Ja, aber jetzt lohnt es sich, aber jetzt potenziert sich das halt nicht mehr. Ja, das denke ich so, ja auch schon seit Jahren. Das ist so, ich glaube, dieser Dogecoin, das sind ja immer dann so 80.000% oder sowas. Ne? Wenn du dir dann vorstellst, hätte ich da mal 100 Mark investiert, ne, dann hätte ich jetzt irgendwie 8 Billionen. So. Hättest du damals 100 Mark investiert, hättest du einen Plattenspieler. Ja, genau, hätte ich die nicht im Hütchen. Aber immerhin hat er mich nicht entführt in den Kofferraum gesteckt. Genau. Also insofern bin ich glücklich. Aber wenn du einen Plattenspieler gehabt hättest, vielleicht das Scratchen erfunden oder so und hättest ein Lied geschrieben, wäre es auch reich geworden. Verrückt, ja. Ja. Alles nicht passiert wegen des einen Hütchenspielers. Ja. Ja. Naja. Das war dir eine Lehre. Aber tatsächlich, vielleicht geht es ja irgendwann alles in die Binsen. Ja. Und dann können wir sagen, ja, wir haben es schon immer gewusst. Ich finde dieses FOMO ganz cool, muss ich gestehen. Das fand ich jetzt, habe ich so noch nicht gehört. Aber letzten Endes ist es das ja oft, ne? Dass ja im Prinzip so ein künstlicher Hype erzeugt wird und jeder meint, er müsste daran teilhaben und eben dann durch das sämtliche eigentlich
vernunftbegabten Menschen, die Bedenken beiseite wischen, weil sie denken, nein, ich muss dabei sein, es ist jetzt schwer hin, es hilft alles nichts. Ja, weil du das Gefühl hast, du kennst ja dann immer die Geschichten von denen, die es gemacht haben und dann irgendwie vielleicht deren Leben eine Wende nimmt, die du auch selber gerne genommen hättest in deinem Leben und dann denkst du, oh, bin ich doof, jetzt beim nächsten mache ich es auf jeden das Fall. Das ist dann so ein bisschen wie dieses russische Model, die diesen nigerianischen Prinzen geheiratet hat, der quasi dir mal irgendwann eine Million als Erbe angeboten hat und so, ne? So ist das. Wenn es nur einer wäre. Das ist ja die Sache, man kennt die ja nie, weil... Doch, also... Ja, wen kennst du denn, habe ich ja eben mal gefragt. Also nicht persönlich, aber... meine bessere Hälfte hat mir gerade gestern von einem ehemaligen, was war das? Sie hat da bei dem, jetzt so vor 10 Jahren, die hat ja BWL gemacht, ne, in die Richtung und hat sich dann da in der Richtung auch weiter, immer weiter gebildet und hat dann da so eine Art Fortbildung gemacht. Bei einem Typen, der in diesem Kurs allen Kursteilnehmern immer gepredigt hat: Kauft Bitcoin, kauft Bitcoin, kauft Bitcoin. Und sie hat es damals auch nicht gemacht, so genauso wie ich es auch nicht gemacht habe. Und der Typ hat es aber offensichtlich gemacht und der hat sich da jetzt irgendwie in Miami, glaube ich, irgendwie so ein Riesenvilla gekauft gerade und zur Ruhe gesetzt. Ach, was mit soll Mitte ich in Miami? 30. Der Florian, ich weiß nicht, wie alt der ist, keine Ahnung, aber... das ist ja so das Leben, was ich auch gerne führen würde. Der Ruhe sich in Miami zur Ruhe setzen? Ja. Nein, nicht in Miami, aber irgendwie nur noch solche Sachen machen wie heute Abend und nicht noch dafür arbeiten müssen die ganze Zeit, sondern einfach so seine Hobbys ausleben. Wir können ja Crowdfunding betreiben. Ja. Wir nehmen einfach ab jetzt. Jeder Zuhörer soll uns einen Bitcoin schicken. Apropos, Jungs, das wollte ich doch eigentlich, dass die Sendung ist völlig auf dem falschen Fuß gestartet. Nicht wegen Sommer, sondern weil wir ihn vielleicht auch zu sehr in eine Ecke gestellt haben. Aber gerade in einen Bus gesetzt. Auch an Sommers Stelle, der ein Mann erster Stunde ist. Wir haben unter der Woche die 1000 Abonnenten-Marke überschritten. Das ist jetzt zwar noch nicht... Jetzt habe ich so nichts mehr zu aufpoppen hier. Sensationell. Das war ja Benjamin Blümchen jetzt. Ja, was kriegt denn der Tausendste? Ich weiß nicht, der soll sich bitte melden. Und der weiß das doch nicht. Der kriegt von uns so ein NFT. Wir geben jetzt NFTs aus. Jede Sendung ein NFT, kann man kaufen. Und davon für gehen zwei wir, Bitcoins. Ja, mau doch mal, kannst du sowas machen? Kannst du sowas technisch erzeugen? Vielleicht gibt es ja einen Irren, der das kauft. Und dann, ich kann so tun, das geht ja auch, reicht ja. Das Kunst, dann ist es Kunst. Vorher nicht. Genau, ich komme vor die Haustür und bringe das in so einer braunen Papiertüte mit. Wir bringen den NFT in so einem Schuhkarton. Neutrale Verpackung. Ja. Also 1000 Abonnenten. 1009 haben wir momentan. Unfassbar. Sehr gut. Das ist ja quer so mit 10. Ja, also wahrscheinlich unter sozusagen... Reichweiten-Gesichtspunkt immer noch ein kleiner Podcast, aber ich würde sagen, sehr einflussreicher Podcast sind wir schon. Merkt man auch heute Abend wieder. Ja, ein großer unter den Kleinen. Das war hier ein großer unter den Kleinen. Ja, es gibt sicherlich auch Podcasts ohne 1000 Abonnenten. Ja. Sicher. Ja, herrlich. Insofern... mein Pulver ist übrigens verschossen. Ich habe jetzt nur noch so eine Backup-Geschichte. Deswegen macht ihr doch mal schön weiter. Ja, ich habe eine Betroffenheitsgeschichte. Der Sammer ist gleich noch mit seinem Quickie am Dann Start. Dann schläft er ein, wenn du jetzt auch noch irgendwie auf die Tränendüse drückst. Die Tränendüse. Warum haben wir eigentlich das Ganze nicht irgendwie mit einer Abo-Falle irgendwie verbunden? 1000 Abo-Fallen, das hätte uns auch schon richtig reich gemacht. Ja, gut. Ja. Ah, macht man sich nicht so beliebt. Wir können ja Klingeltöne verkaufen. Das Problem ist mit den Abos im Podcast-Geschäft, das ist halt nur ein Mausklick. Ne? Da hast du noch nicht mal irgendwas an Daten. Ich habe nur diese Zahl. Ja. Aber vielleicht sind das auch alles Bots. Bestimmt. Was ist denn da los? Jetzt hast du einen Hund da drin? Jetzt tröpfelst, jetzt gluckert's. Unfassbar. Ja, sag mal, könnte noch was? Außer Glück. Nee, der Sam hat ja noch gar nicht Dings bekommen. Der Ben hat ja jetzt seine Betroffenheitsgeschichte angekündigt. So. Und dann kommt erstmal noch der Alarm. Genau. Der Sam hat beim Sonderangebot zugeschlagen, die Dixie Sonderedition fährt. Okay, der Sam will ja ein bisschen mehr. Action rund um die. Der plätschert das schon. Der wird abführend. Also, sag mal. Gleich auch mal.
Sag mal, für dich. Ja, ich höre ja. Was ist mein Lieblingstier? Der Elefant mit Bier in der Hand. Das Bier, weil ich da drüben die ganze Zeit plätschert. Also, das ist ja auch so eine Art Rüssel. Mach ich mir in die Hose. Ist ja auch so eine Art Rüssel. Der plätschert, das hast du ein Aquarium in deinem Auto, oder? Jetzt hat man irgendwie. Wahrscheinlich so eine Plätscher-App. Elefant. Die Lösung ist Elefant. Richtig. Trauma. Vollkommen richtig. War das nicht der biertrinkende Elefant? Nee, das war was anderes. Nee, die Frau mit dem Bier in der Hand und am liebsten Baby-Elefant daneben. Aber sehr gut. Ich nehme auch große Elefanten. Und jetzt eine schockierende Feststellung aus Mosambik. Und die stand im Tagesspiegel, Berliner Tagesspiegel, dass in Mosambik, wer weiß, was da früher mal politisch war, zufällig noch, ich muss ja mehr Fragen stellen, der Sammer will, dass man das mehr so auch moderiert. Ich als Ahnungsloser hätte jetzt gesagt, irgendwas mit Bürgerkrieg, weil irgendwie ist ja immer Bürgerkrieg. Richtig, der blutige Bürgerkrieg in Mosambik in den Jahren 77 bis 1992. Und in diesem Bürgerkrieg haben sich die jeweils gegnerischen Lager ihre Waffen und was das alles so kostet, womit finanziert, und das ist jetzt die letzte Frage, dann erzähle ich euch. Mit Elfenbein, genau. Haben wir die Freunde von mir getötet für das Elfenbein. Und das hat jetzt sozusagen viele Jahre später dazu geführt, dass ein interessierter Elefant? Nein, ein interessierter Elefant, eine interessierte Person. Nein, dass die Evolution zugeschlagen hat und immer mehr Elefanten ohne Stoßzähne geboren werden, weil die sind safe. In dem Bürgerkrieg, es gibt Elefanten, das sind weibliche Elefanten nur. Elefantinnen. Elefantinnen, da gibt es die Form ohne Zähne. Die meisten haben Zähne, aber es gibt auch welche ohne Zähne. Stoßzähne. Und diese Elefanten mit diesem, ich könnte es jetzt vorlesen, mit diesem genetischen Code, nämlich dem Gen A-Amelx, das wäre auch was für die Belgier, da sind ja fast wieder die drei Buchstaben drin. A, E, L, bis neunte Kind oder wie viel noch? A-Melx, wenn sie doch nochmal ein M ergänzen wollen, dann würde das auch hier passen. Ich kaufe ein M. Ja. Und MEP1A, das sind die beiden Gene, die denen fehlen oder die anders sind, dann haben die keine Stoßzähne. Und die Evolution hat sozusagen dafür gesorgt, dass diese Elefanten jetzt immer mehr werden. Das heißt auch, in anderen Worten, dass die Männlichen, die das haben, die sterben noch im Mutterleib, weil irgendwie können die nicht so überleben. Das ist ja alles erklärt, wer das jetzt so wissenschaftlich erklären oder verstehen will. Ja, der kann den Sammer fragen. 1000 oder Abonnenten diesen Artikel kriegst du halt nicht durch dieses Pseudo-Dummgelaber. Genau. Nein, aber was ich eigentlich sagen will, der Mensch hat dafür gesorgt, dass der Selektionsdruck auf Elefanten mit Stoßzähnen so groß war, dass sich die Zahl der Dickhäuter mit Stoßzähnen einfach massiv verringert hat, weil die, das wollte ich ja eben sagen, im Bürgerkrieg wurden diese wenigen Elefanten, die keine Stoßzähne hatten, haben eine fünfmal höhere Überlebenschance gehabt als die anderen. Die wurden alle abgeknallt, weil die hatten halt das Elfenbein in der Fresse. Und ja, ja. Das ist doch krass, oder? Ich finde das auch super krass. Ich finde es vor allem krass, dass, also Evolution ist ja eher so ein Thema, das kannst du nicht unbedingt im eigenen Auge verfolgen, wie es sich so entwickelt. Das ist ja eher was über, weiß nicht, hunderte, tausende Jahre. Ich betreibe Evolution auch eher praktisch. Dauert. Und das ist schon erstaunlich. 70er Jahre, so lang ist das nicht her. Siehst du? Ja. Liegt es halt einfach daran, dass die anderen alle erschossen wurden? Und das ist liegt auch daran. Ja, das hat also er doch gerade ja, aber das ist ja keine Evolution in dem Sinne. Also das ja, hat doch. Ja mit, na ja, doch, nee. Das ist, ja. Doch, natürlich. Nee. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt... Die Dinosaurier sind auch ausgestorben und die Grillhähnchen haben überlebt. Diejenigen, die ein vorteilhaftes Merkmal haben oder ein Überleben oder beziehungsweise die ein nachteiliges haben, überleben halt nicht. So, das ist eine Selektion und die... Und vor allem das Interessante ist, die Stoßzahnlosen waren eigentlich oder wären eigentlich in der normalen Welt die Benachteiligten, weil die brauchen ja ihre Stoßzähne. Das sind ja deren Werkzeuge und Verteidigung und so weiter und so fort. Aber da auch heute noch viel gewildert wird, hat sich dieser genetische Nachteil für die zum Vorteil entwickelt, weil sie einfach ja tatsächlich mehr überleben als
gleich Elefanten mit Stoß sehen. Und das führt dann natürlich im Ergebnis dazu, dass die halt wahrscheinlich sich auch mehr reproduzieren. Hm. Aber ich finde es trotzdem, schlimm. Ich meine, ich nehme den Babyelefanten noch ohne Stoßzähne. Also wer mal einen an die Ponderosa schicken will, nur zu. Und, das ist jetzt mein Abschluss dieser Geschichte, das Gleiche sieht man auch bei Fischen. Fische, die besonders viel gejagt oder gefischt werden, werden auch im Durchschnitt immer kleiner. Also das ist halt auch irgendwas, nicht jünger jetzt unbedingt, aber sie werden kleiner, sie werden nicht mehr so fett. Also auch da gibt es irgendwie einen Effekt bei dieser, ja, was weiß ich, oder sind dann nicht mehr so interessant für ihre Fressgegner, den Feind, den Mensch und auch Dickhornschafe. Da schrumpfen die Hörner. Ups, das schläft er selber ein. Da muss ich mal gerade hier was ergänzen, was der Ben sagt. Staubzählter Schäfchen. Ja. Das, was der Ben sagt mit den Fischen, das ist interessant, weil ich habe irgendwie was gelesen über Goldfische, die sind ja eigentlich diese kleinen, mehr oder weniger süßen, die im Aquarium. Und es ist genau so, wie der Ben sagt, wenn die die Möglichkeit haben und nicht gejagt werden, weil die schmecken nämlich nicht, die sind irgendwie nichts für den Mensch zum Fischen, dann werden die riesig und sind eine invasive Art, die auch andere verdrängt. Ich habe nämlich irgendwann mal was gelesen über Goldfische, die zum richtigen Problem werden, weil die werden mega riesig, weil sie eben nicht gejagt werden, weil sie eben nicht gefischt werden, weil sie nicht schmecken. Ja, also insofern, Ben, das bestätigt das. Ja, und der Prollo ist tatsächlich ein Fischkenner, weil hier steht, original, kleine Fische entkommen eher durch die Maschen der Fischernetze als größere. Vielleicht werden die auch einfach irgendwann schneller. Oder wir fischen alles unter über 50 Meter im Wasser weg und irgendwann überleben nur noch die mutanten Fische aus dem Marianengraben und irgendwann kommen so Zombie-Alien-Fische hoch und dann... Das wäre mal eine spitze Fernsehserie. Ja, so eine Art Sharknado mit Tiefseefischen. Genau, mit Tiefseefischen. Wie heißt dieser Fisch mit der Lampe vor der Nase? Lampenfisch. Tiefseefisch mit der Lampe vor der Nase. Laternenfisch. Ja, Rabimmel, Rabammel, aber hier. Sag ganz Martin. Schön hier kommt er durch die Fußgängerzone. Ah, herrlich. Ja, stimmt. St. Martin war ja auch gerade. Ja. Ja, aber die... so blöd es jetzt klingt, platzen die nicht? Die Fische? Na, die aus dem ganz Wasser tief kommen. Ja, die aus den ganz tiefen Tiefen kommen, ja, weil die ja ganz andere Druckverhältnisse dann sind. Ja, aber wenn die so nach vielleicht oben steigen. Vielleicht werden die auch größer einfach. Aber sehr schnell halt. Ja. Ja, dann platzen trotzdem. Aber irgendwie... Und der Druck lässt doch nach. Eigentlich müssten die doch, wenn dann, aufgehen. Ja, meine ich ja. Ja, sage ich ja. Ja, aber irgendwie funktioniert das. Ich habe letztens auch... Also wenn das im Sharknado funktioniert, wird das ja, ja auch... Ja, das ist ja nur eine Doku quasi. Ja. So einen Mondfisch haben sie letztens irgendwo an Land geschleppt. Der ist auch sehr tief eigentlich nur unterwegs. Und den haben sie dann mal eben gewogen auf dem Schiff und Fotos gemacht. War das echt eine Sensation, weil der ist so unfassbar riesig gewesen. Und haben sie ihn wieder ins Wasser getan. Aber er lebte doch. Ja? Was für ein Fisch? Ein Mondfisch? Hm. Aber ernsthaft, also so riesig... mehrere Tonnen schwer, also kaum zu fassen. Ja, glaube ich, wenn es mehrere Tonnen schwer ist. Ja, gut. Ah, ist es. Klingt ja ein bisschen wie Walgesänge. Ja. Mehrere Tonnen schwer. Das Gesang der Sirenen. Oh Mann, und wen Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Vor allen Dingen, wen willst du vor die Klippen schicken? Gerade dafür, dass wir mal irgendwie noch irgendwie kurz davor waren, irgendwie Verstärkung hier heranzuholen, jetzt glaube ich, ganz schön verkackt in dieser Sendung. Ach Quatsch, also eine Frau, die Matt kultiviert und irgendwie Fotos von Matt-Igeln und Matt-Brötchen und sonst was in Social Media postet, die kann ja wohl damit um. Ja, und gut. Wenn nicht, dann locken wir die mit hier im gigantischen 5-Kilo-Matt-Igel. Matt-Elefant. Ja. Ja, Matt-Elefant, hervorragend. Oh nein. Also komm, den müssen wir machen. Dann setzt sich aber wieder rüber. Und wir machen ihr das Angebot, dass wir die Sendung an einem Mettwoch aufnehmen und auch an einem Mettwoch dann veröffentlichen. Genau. In Mettmann. Mit freundlichen Grüßen. Ja, und jetzt wollt ihr einen Quickie hören, oder? Aber real Quickie. Ja, also pass auf.
um das Niveau jetzt so richtig vor die Wand zu fahren. Komm, wer dreckig. Kriegt wer richtig dreckig. Ja, jetzt, genau, komm. Genau. Kriegt, oh, kriegt ihr jetzt noch euren dreckigen, dreckigen kleinen Quickie zum Abschluss. Und zwar geht es um eine TikTokerin, um die Maddie Brooks. Und Matti, oder? Bestimmt Matti. Ja, genau, Matti. Oh. Wie konnte ich diesen Fehler machen? Matti Brooks natürlich. Naja, die ist jedenfalls Swingerin. Das ist jetzt ja erstmal nicht so wahnsinnig spannend, dass sie Swingerin ist. Sie ist verheiratet, aber egal, sie ist Swingerin. Und das ist jetzt erstmal noch nicht so spannend. Aber der Witz ist, dass ihre Mutter auch Swingerin ist. Und jetzt kommt es dazu, dass, so berichtet sie online, dass sie, ja, dass ihr Ehemann nicht nur mit ihr intim wird, sondern auch mit ihrer Mutter. Und sie sagt dazu, ich und meine Mutter sind beide Swinger und das ist super. Wisst ihr warum? Wenn ich nicht in der Stimmung bin, überlasse ich meine Mutter meinem Mann. Ist das nicht geil? Es heißt ja ohnehin, dass viele ihre Mutter heiraten, letztendlich. Also im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne, ja. Ja, ja, aber wie geil ist das? Sie hat sagt dann, ich habe keinen Bock, geh zu meiner Mutter. Das ist doch echt irgendwie so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das funktioniert so richtig? Ja, so, ja, also angeblich schon. Die Freundinnen von ihr dürfen nämlich auch mal bei ihrem Mann, wenn sie Bock haben. Also sie hat der, muss aber ordentlich was zu bieten haben, wenn die das auch alle haben wollen. Haben die auch einen Hund? Du nimmst das Thema nicht ernst. Ja. Also der hat halt... Es geht schon mit TikTok los. Der hat halt ordentlich was drauf, ja. TikTok ist sofort getriggert und dann noch hier mit... Nichts drauf außer Zahnbelag. Also, aber Swinger heißt ja, also ist, dann ist er ja der Swinger offensichtlich. Oder ja, die sind wahrscheinlich alle Swinger. Also die swingen so durch, also ein ganz normaler Freundeskreis eigentlich. Ja, ja. Ja, so, lass die Hosen zu. So wie in Kaiserslautern halt. Ja. Meinst du nicht ins Karneval? Nee, Kaiserslautern ist anders, das ist Inzucht, das ist anderes. Ja, okay, habe ich verwechselt. Hat denn die Mutter auch einen Ehemann, weiß man das? Darüber hat sie, ja, und darüber, da hat wohl auch irgendein User nachgefragt, aber da kam keine Antwort. Also was mit dem ist, weiß ich nicht. Der ist nicht bei TikTok. Genau, der ist nicht bei TikTok. Ja. Ja. Wie krass. Ja, ja, geil. So. Jetzt mal einfach, damit ich auch zeigen kann, dass ich das ernst nehme, was der Sammer hier so sagt. Wärt ihr was? Wäre das was für euch, so rumswingen und so? Das kommt auf die Mutter an. Dann fragst du jetzt, wäre das was für euch, TikTok? Nein, aber ich meine, ja, ich muss gestehen, ich finde es auch da cool, wenn Leute das wirklich hinkriegen, also so offene Beziehungen und so weiter. Ich glaube, ich könnte das nicht. Nee, auf keinen Fall. Nix für mich. Du gehst doch auch ständig in den Zoo. Ich weiß es. Hängt der da vom Elefantengehege ab? Ja. Prollo, geh nicht rein. Gucken ist erlaubt. Gucken ist erlaubt. Ja. Prollo, jetzt verlass nicht noch wirklich die allerletzte Niveauebene. Was? Achso, wir hatten noch einen, genau. Ja, meint ihr das doch so als, Boden. Als ja. Bild, nicht ja, wörtlich im genau. Sinne. Mhm. Gucken ist erlaubt. So, und jetzt möchte ich auch noch mal sagen, das Bier hat mir auch ganz hervorragend war, geschmeckt. War ja, wirklich lecker. Fand ich auch. Also, Bienengutes. Also, ich würde ins Swingerclub gehen, wenn es gutes Bier gibt. Aber du würdest dann nur trinken, oder was? Ja. Ja, gut, muss ja was haben für sein Geld. Muss man wahrscheinlich Eintritt zahlen. Oder ja, du musst wahrscheinlich auch eine Frau mitbringen. Das ist ja, vermute ich mal, kannst dann nicht da einfach so auflaufen. Ja, so. Ja, muss man da immer schwierig. Eine Frau mitbringen? Oder kann ja, man weiß da? Ich nicht. Sonst kannst du dann nur so Typen wie wir. Ja. Ja, die müssen dann wahrscheinlich mehr zahlen. Prollo, aber ich denke mal, mit als Paar muss man da schon auflaufen, oder? Prollo, das ist doch dein Metier. Was du kannst ja den Beef mitnehmen. Super Idee. Ja, aber die Swingerei bringt ja nichts ein. Du kannst ja auch kein Restaurant eröffnen, wo sie all ihr Messbrötchen selber mitbringen. Das ist doch für Arsch. Mein Gott, die Swingerei bringt nichts. Ich verstehe das nicht, Prollo. Das ist deine Expertise. Warum stellst du dir solche Fragen? Du tust ja, so naiv. Ich versuche die ganze Zeit was zu lernen und du willst mir einfach nicht dein Geschäftsgeheimnis verraten. Nee, also keine Swinger. Ja, draußen nur Kännchen und drinnen nur... Und Mettbrötchen so Männchen. Arsch. Genau, so. Also die Sendung ist vor 5 Minuten zu Ende gewesen. Ja. Also es wäre zumindest besser gewesen.
Ich glaube, heute, wir haben irgendwie... Für die Hardcore-Hörer, die nicht nur abonnieren, sondern auch hart dranbleiben. Die richtig tapferen. Ja. Also in 14 Tagen guckt der Ben nochmal, dann sind wir wieder bei 950 Abonnenten. Ja, könnte passieren. Aber warum soll das denn so sein? Wir starten jetzt richtig durch. Aber ich wollte nochmal sagen, wir brauchen einfach mehr Interaktion, weil ich glaube, wir gehen uns langsam gegenseitig auf den Sack und wir brauchen hier ein bisschen mehr frisches Blut in diesem Format. Und und Mettbrötchen. Ich müsste auch dringend nochmal twittern. Ich habe ja extra hier aus Promotion-Gründen einen Twitter-Account eröffnet, obwohl ich diese Plattform eigentlich hasse. Eigentlich solltest du ja da ständig die neuen Talkgäste ranholen. Ich wollte nur mal fürs Protokoll, bin bisher der Einzige, der Talkgäste hier wirklich reingeholt hat. Ja. Der Sammer hat auch schon vor Monaten irgendwie einen Brauereibesuch angekündigt und einen Großsponsor irgendwie mit einem Brauereivertrieb. Nix. Ja, warte mal ab. Saufen müssen wir auch noch bezahlen hier. Das wird langsam alles ganz schön teuer. Ah, Mann. Außerdem habe ich den Joe organisiert. Das war auch einer. Wie den Joe? Den kenne ich selber. Ja, und? Den habe ich organisiert. Wie den hast du organisiert? Das war einer unserer ersten Talkgäste hier. Hatten wir den in diesem Podcast drin? Ja, selbstverständlich. Bist du sicher? Der war doch in einem anderen Podcast. Doch, weil der Joe doch immer die Zero-Cola säuft, wie ein Irrer. Ja, stimmt. Da war ich nicht da an dem Tag. Stimmt. Ja, am Telefon hatten wir den. Ach so. Sag ich doch. Ja. Sauer. Telefon. Okay, also ab jetzt in jeder Sendung ein Gast und dann haben wir uns auch alle wieder lieb. Ja. Würde ich sagen, können wir den Gast beleidigen. Aber nicht so lieb wie im Swingerclub. Nee. Nein. So, ich schalte jetzt mal aus in der Beef. 2G im Swingerclub. Gut. Viel Spaß mit dieser etwas durchwachsenen Folge und vielleicht machen wir es nächstes Mal wieder bei Tageslicht. Ich glaube, das steht uns besser. Macht's gut.